Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin aus dem Urlaub zurück, auch wenn ich so aussehe. Ich sehe eher so aus, als hätte ich 10 Tage nicht geschlafen, als 10 Tage am Strand gelegen. Naja, aber jetzt ist Montag nach dem Urlaub. Hier war alles komplett zugewuchert. Ich habe erstmal hier mit der Rasenmäher hier Tabula Rasa gemacht. Heute sollen die Fenster eingebaut werden, wo wir jetzt statt seit 3 Wochen auf seit 10 Wochen drauf warten. Also der Typ meinte, bei dem wir die bestellt haben, ja 3 Wochen, dann sind die da. Aber jetzt sind schon 10 Wochen rum und ich bin mir nicht mal sicher, ob die heute kommen. Also wir hoffen es einfach mal. Was ich heute machen werde, weiß ich noch nicht genau. Werde ich sehen, entweder ob die kommen oder halt nicht. Mit am interessantesten würde ich sagen, wie dieses Fenster hier. Das Fenster steht ungefähr so weit hier draußen raus. Also das war eine absolute Kältebrücke hier, dieses Fenster. Und man konnte es halt nicht richtig aufmachen. Es hatte nur diese komischen Lamellen hier oben mit diesem Ding hier. Da kommt natürlich nicht so viel Luft rein, wie man eigentlich gerne hätte. Deswegen kommt hier ein zweiflügeliges neues Fenster rein. Zugemauert hatte ich das ganze Jahr. Er meinte auch, ich soll es nicht weiter verputzen, erstmal bis er die Fenster eingebaut hat, weil es dann am einfachsten für ihn und für mich ist. Deswegen machen wir es so. Genau, ich zeige euch das jetzt mal schnell von außen. Also hier sieht man es sehr gut nochmal von außen. Und das Problem hierbei bei diesem Fenster ist auch, dass das Fenster auch so viel breiter ist. Ich vermute mal, dass hier irgendeine Art von Dämmung drin ist. Das heißt aber auch, dass ich dann hier diesen ganzen Außenputz nochmal irgendwie erneuern muss, wenn das neue Fenster drin ist, weil er hier ein Rand ist. Aber damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir hoffen, dass die Fenster kommen. Also da ihr an dieser Stelle hier kein Video von jemandem seht, wie er ein Fenster einbaut, sondern von mir, wie ich hier eine Schaufel halte, könnt ihr davon ausgehen, dass er nicht gekommen ist. Wer hätte das gedacht? Aber angeblich morgen. Also, wir bleiben gespannt. Ich dachte mir, ich mache mich jetzt mal hier daran, dieses Rohr weiter freizulegen, weil dieses Loch hier im Boden ist ja kein Zustand. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen buddeln. Ich habe mich jetzt hier schon ein ganzes Stück vorgekämpft. Kommt auf jeden Fall hier auch raus mit den ganzen anderen Rohren vom Pool. Aber es ist überall dieses komische 17mm Rohr. Und ich brauche ja was, was ich pressen kann. Deswegen muss ich wahrscheinlich mit einem neuen Rohr einfach bis in die Hütte rein, schätze ich mal. So, also ich habe es jetzt bis hierhin freigelegt. Hier unten geht es jetzt innen rein und ich habe mir jetzt gedacht, ich messe hier jetzt nochmal. Wie viel Durchmesser wie hier haben? 15 mm. Wie geil ist das? Das heißt, da hinten das ganze Rohr ist wirklich total kaputt. Das heißt aber auch, dass ich jetzt hier meinen neuen Adapter reinbauen werde. Mann, bin ich froh, dass ich jetzt nicht da rein muss. Weil da innen drin hätte ich das jetzt wieder alles abdichten müssen und so, hätte ich gar keinen Bock drauf. Der Pool hier ist ja eh nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Ich werde jetzt erstmal hier das abschneiden, in der Hoffnung, dass mir kein Sand in den Fuß fällt. Diesmal werde ich ja auch den Rohrabschneider benutzen. Für alle, die meinen, ich soll lieber einen Rohrabschneider benutzen. Hier habe ich ja auch Platz und kann den benutzen, deswegen werde ich ihn hier auch benutzen. Und jetzt können wir nochmal schnell prüfen hier mit 15 mm. Geil. Das heißt, sauber machen und dann können wir es verpressen. Aber erstmal hole ich jetzt noch hier das ganze Ding raus und zeige euch mal, wie lächerlich es isoliert war. Also, hier war genau so viel Isolierung. Dieser Teil hier war komplett einfach unisoliert und da unten so ein bisschen. Also echt wie der richtige Verarscher das Ganze. So, freigemacht. Ist hier zum Arbeiten und dann können wir jetzt hier das Rohr reinlegen. Also wir versuchen hier gerade wieder das Wasser aus dem Pool rauszumachen nebenbei. Wir hatten gerade ein kleines Malheur. Das Rohr ist etwas nass geworden beim Pumpe einschalten. Naja, aber der Hund ist jetzt happy und das Wasser pumpt. Also ich habe es jetzt freigeschliffen. Hier ist jetzt wieder der Adapter für das 20er Aluprofil, Aluverbundrohr. Und hier haben wir unsere 15 mm Kupfermuffe. Das hier verpresse ich jetzt einmal hiermit, schon mal. So, und hier die Seite. Das stecken wir jetzt hier drauf, gucken, dass es sauber ist nochmal. Und verpressen das hier auch. Und damit kann man auch jetzt auch arbeiten. Das passende Rohr habe ich mir jetzt hier wieder geholt. Das wird jetzt wieder kalibriert. Das wird jetzt wieder draufgesteckt und mit der richtigen Pressbacke gepresst. Auf dass es weitere 50 Jahre hält. Unglaublich, dass es genau da vorne aufhört. Also die müssen eigentlich ein kaputtes Rohr eingebaut haben irgendwie. Total hohl. Rollen wir das jetzt hier ab und lassen es hier oben länger rausstehen. Und dann mache ich den Schutzschlauch wieder drum. Wir haben jetzt noch nicht genau geplant, wo die Dusche hin soll. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal hier so viel überstehen. So, da kommt jetzt hier direkt der Schutzschlauch wieder drauf. Da bleibt natürlich nicht so mega viel. Aber dann mache ich halt nur den Teil erstmal zu, für den ich genug habe. Ist halt so. Den hätte ich natürlich auch wieder schön von der anderen Seite draufschieben können. Aber es wäre viel zu leicht gewesen. Da muss ich dann auch nochmal mehr von kaufen gehen hier. Und hier das letzte Stück, wo es dann aus der Erde rauskommt, da werde ich dann wieder richtige Isolierung drüber machen. Heute ist ein weiterer Tag nach dem Urlaub. Und ich dachte, ich zeige euch mal was Befriedigendes. Und zwar dachte ich hier so, ich denke, die Tapete abzumachen mit Horror. Aber man kann einfach richtig geil dran ziehen. Geil, ne? Das ist doch mal befriedigend. Dann kann ich nämlich auch diese Kackisolierung einfach dran lassen. Also wie ihr sehen könnt, bin ich hier unten. Und ihr seht schon wieder nicht, wie Fenster eingebaut werden. Deswegen machen wir heute wieder was anderes. Und zwar wollte ich jetzt hier gerade von der Küche dieses Rohr, was hier lang ging, wollte ich neu machen. Und dabei ist mir dummerweise hier das abgebrochen.
So, das ist natürlich das behindertste Rohr im ganzen Haus, das kaputt gehen könnte. Deswegen ist es mir natürlich passiert. Und jetzt muss ich irgendwie anfangen, da was rauszuschneiden, damit wir dann hier gucken können, wie wir das Ganze gefixt bekommen. Weil ich würde eigentlich ungern außerhalb des Hauses auch alles aufbuddeln müssen. Hier drinnen diese Muffe, die ich jetzt hier gerade freigestemmt habe, die muss leider wahrscheinlich auch raus, weil die ist wieder nur geklebt. Ich weiß nicht, warum die das immer gemacht haben damals. Das ist total behämmert. Hier ist auch keine Dichtung drin, ist nur Kleber. Also es ist wirklich richtig, richtig dumm. Ich werde das mal hier ein Stück rausschneiden, damit wir hier überhaupt ein bisschen Bewegungsraum haben. Total ärgerlich, aber passiert halt. Yummy. Hier habe ich jetzt eben schon ein bisschen dran rumgewackelt an dem ganzen Ding. Und schon mehrfach mein Teppichmesser abgebrochen. Hier, vielleicht kriegen wir es ja so raus. Jawohl. Guck mal, hier war wohl doch ein... Hier ist tatsächlich sogar mal eine Dichtung drin. Ein Wunder. Wenn wir das da jetzt irgendwie rauskriegen, wäre geil. Dann könnte ich mir den Rest nämlich sparen. Also ich habe jetzt hier sehr, sehr viel dagegen geschlagen. Da passiert einfach gar nichts. Löst sich auch nicht. Ich werde jetzt anfangen, das zu zerschneiden und dann versuchen, das einfach da komplett vorsichtig rauszutrennen und dann neu einzudichten irgendwie. Wenn uns auch mal wieder ein HT gelegt ist. Ob wir das hier in einem Stück rauskriegen oder jedenfalls so. Alter, Walter, was eine Scheiße. Also so komme ich hier auf jeden Fall nicht weiter. Ich werde mir jetzt mal einen Brenner holen und gucken, ob ich es da rauskriege irgendwie. Ha, gar keinen Bock, das ganze Ding rauszuholen. Man weiß, wo ich ungefähr arbeite. Also hier, hier geht das Rohr genau rein, hier unten rein. Das heißt, ich müsste das hier alles aufmachen, um dieses Rohr zu tauschen. Kein Bock. Das wäre natürlich geil, wenn es jetzt funktioniert hier. Könnte sogar funktionieren. Jawohl, das ist doch mal was hier. Das stinkt auch nur ganz wenig. Naja, ich beschäftige mich hier noch mal ein bisschen. Alter, geil, ey. Das ist ja krass geil. Was ist hier passiert? Weiß man nicht. Und dann würde ich das nämlich einfach hier mit so einem 2K-Kleber vielleicht wieder zusammenkleben. Das wäre so geil. Aber hier unten ist schon ordentliche Verschmutzung, ne? Da, wo mein ganzer Scheiß drüber läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, jetzt heißt es sauber machen, das ganze Ding. So, also ich war mal beim Baumarkt und hab mal hier so meine Optionen angeguckt. Das hat mir hier nochmal Schleifpapier mitgebracht und werde das jetzt hier erstmal sauber machen. In aller Ruhe. So, als erstes will ich ja das hier wieder hier reinstecken. Und so wie es aussieht, ist das hier ziemlich eng. Das heißt, ich werde hier noch weiter schleifen, aber ich glaube, es ist auch verformt, ehrlich gesagt. So sieht es jedenfalls aus. Ich könnte natürlich nochmal ein bisschen drumherum freistemmen und vielleicht nehme ich auch erst. Ich wollte jetzt auf keinen Umständen kaputt machen. Auf keinen Umständen. Und ich werde auf jeden Fall auch hier diesen Streifen mal wegstemmen. Weil das hier, dieser Winkel dadurch, Dichtung hier, der macht es ja auch nicht besser. Überlegt, um es in Zukunft halt ein bisschen einfacher zu machen, werde ich mir jetzt hier von ein Stück abschneiden und dann dieses Stückchen hier reinmachen. Dass, falls man hier nochmal dran muss, dass man hier wenigstens eine ordentliche Dichtung hat. Hier irgendwo. Dann kann man hier nochmal weiterarbeiten und kann es auch zu noch immer auseinanderbauen. Und dieses Rohr hier muss einen Deckel tief fast da drin versenkt sein. Das heißt, ich markiere mir das hier mal, dass ich weiß, wann es ungefähr richtig drin ist. Das Ganze wische ich jetzt mal ordentlich aus. Mach's vielleicht ein bisschen warm. Und dann kommt hier dieses Rohr mit dem Kleber rein, den ich gekauft habe. Und dann peu à peu da reinschlagen. Vorsicht. Aber ich denke, ich mache es auf jeden Fall vorher noch mal warm, einfach um bessere Eigenschaften zu erzielen. Auch schön hier auf den Öltanks arbeiten. Sehr angenehm. Ich habe mir jetzt hier noch mal Aceton und Reinigungsmittel geholt. Ein Tuch meine ich. Aceton oder ein Reinigungsmittel? Na ja, komm, ein bisschen mehr geht schon. Damit machen wir das Ganze jetzt noch mal sauber hier. Kommt gar nicht so viel runter, wie ich jetzt gedacht hätte. Schön. Und dann ist das schon mal vorbereitet. Während das jetzt trocknet, kann ich hier schon mal die Leitung sauber machen. Hier werden hier wieder Vor- und Rücklauf, warm und kaltes Wasser angeschlossen. Schleife ich einmal an. Und dann können wir auch nämlich da als nächstes das Rohr hier runterlegen. So, und die andere Seite auch nochmal. Die sieht sogar relativ sauber aus hier. Da drauf montieren wir jetzt wieder hier die Dinger. Damit wir dann wieder auf das Aluverbundrohr gehen können. Hier stecke ich jetzt mal beide drauf. Zeichne beide an. Gib's mal hoch. Ist richtig drauf. Hier auch richtig drauf. Dann können wir die jetzt pressen. Wir haben unser Rohr, Pinselkleber und das andere Rohr, was gesäubert ist. Hier kommt jetzt Kleber rein. In zwei Lagen mache ich das. Und hier vorne. Perfekt. Der Pinsel ist wohl nicht mehr staubfrei. Naja. Hier mache ich gleich auch noch eine Kontaktschicht drauf. Leider ist hier extrem wenig Platz drin in dem ganzen Keller hier. Ist hier schön verteilen. Sieht auch ziemlich so aus wie das, was die hier früher benutzt haben. Das Ganze machen wir hier jetzt auch. So, dalle. Perfekt. Und jetzt gehen wir hierher. Drehen das hier zu uns. Oh, das ist doch geil, ey. Brutal. Jawohl.
wie im Bilderbuch. Wir haben es gerettet. Lang ist es her, ich habe jetzt irgendwie 3-4 Tage nicht gefilmt. Einfach, weil ich jetzt einfach mal viele Vorarbeiten gemacht habe, damit ich das machen kann, was ich heute machen kann. Ich habe hier im Wintergarten den kompletten Boden abgeschliffen mit hier so einer Flex mit Absaugung, die ich, glaube ich, auch im letzten Video, vorletztes Video, benutzt habe, um da drinnen den Boden abzuschleifen. Und dann habe ich das Ganze grundiert und jetzt werde ich hier in die Ecken Acryl machen. Und dann fahre ich zum Baumarkt und kaufe die Nivelliermasse, die wir dann direkt hier drauf bringen können, damit wir das Ganze hier gerade haben. Und dann sind wir hier auch schon wieder gar nicht mehr so weit weg vom Fußbodenheizung fräsen. Ich benutze dafür jetzt hier das Billigste vom Billigsten, also Maleracryl vom Bauhaus. Und gehe jetzt da einfach hier einmal an jedem Rand vorbei, entlang meine ich, so dass hier keine Nivelliermasse mehr reinlaufen kann. Einfach um es abzudichten. Wenn da irgendwo halt mehr rein muss, dann ist es halt so. Aber deswegen nehme ich auch das Günstigste. Und dann läuft uns unsere Nivelliermasse auch nicht weg. Ich habe jetzt einmal rundum eben Acryl gemacht und mein Plan ist es jetzt, dann da Nivelliermasse drauf zu kippen, dann da drauf, also nachdem die Fußbodenheizung gefräst ist und es dann verschlemmt ist, soll dann da diese Schlüter-Ditra-Matte oder sowas in die Richtung einfach zur Entkopplung, weil man kann es jetzt hier wahrscheinlich auch gerade sehen, diese Platten sind untereinander gerissen und weil ich Angst habe, dass die arbeiten, wenn die Fußbodenheizung da drin ist und dann die Fliesen kaputt gehen, deswegen muss da so eine Entkopplungsmatte drauf. Diese Matte ist ziemlich teuer, muss ich mal gucken, ob es eine günstigere Alternative als diese Schlüter-Ditra-Matte gibt. Aber das ist soweit der Plan. So, guten Morgen. Ich wollte ja eigentlich gestern Abend nivellieren, noch nachdem ich beim Baumarkt war, aber ich war so müde und außerdem war es ja drin so warm, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ich habe hier diese Bodenausgleichsmasse 1 bis 40 mm von Weber geholt. Habe ich jetzt eigentlich die beste Erfahrung mitgemacht soweit. Es gibt noch welche von Knauf, die ein bisschen teurer, aber ist auch ein bisschen mehr drin. Ich denke mal, für hier reicht jetzt erstmal 4 Sack, weil ich jetzt hier nicht perfekt gerade haben will. Ich will einfach nur, dass diese Unebenheiten weg sind und die Risse erstmal wieder versiegelt und so. Deswegen kippen wir jetzt erstmal diese 4 Säcke hin. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Ein Sack wird jeweils mit 4 Litern Wasser angerührt. Ich mache da minimal mehr. Da solltet ihr natürlich gucken, dass ihr eine relativ saubere Bütte habt und nicht hier anfangen, hier mit noch Dreck die Dinger das zu machen, weil sonst macht es keinen Spaß. Naja, und das Ganze sollte man halt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder viel Wärme machen, weil dann die Festigkeit davon beeinflusst werden kann. Weil ich gerade gesagt habe, gestern Abend war es hier so warm drin, wir waren irgendwie 30 Grad oder so drin. Das wäre dann nicht so schlau gewesen. Das Ganze jetzt schön aufquirlen, dann kurz ziehen lassen und dann nochmal aufquirlen. Und dann mit einer relativ langsamen Drehzahl beginnen, sonst fliegt es überall hin. Solange es anzieht, zeige ich euch mal dieses Ding hier. Das hier ist eine Noppenrolle oder auch Igel genannt. Und wenn man die in Deutschland kauft, sind die geisteskrank teuer. Ich habe die jetzt bei AliExpress, ich glaube, für 6 Euro gekauft. Die ist natürlich ein bisschen schmaler als die großen. Die sind normalerweise so ungefähr. Dann rollt man halt ein paar Mal mehr, aber ist egal. Aber es kostet halt einfach 50 Euro weniger oder so. Also ist total lächerlich, was die kosten. Auf jeden Fall, dieses Ding benutzt man, um die Luftbläschen aus der Nivelliermasse rauszukriegen. Also wir kippen das jetzt gleich hier hin und dann fange ich an, hier mit der Rolle die Luftbläschen da rauszurollen. Also aufgerührt habe ich den ganzen Spaß nochmal. Jetzt fange ich an, das einfach hier einmal lang zu kippen. Vielleicht hätte man einfach 8 Sack kaufen sollen oder so. Das war wieder meine sparsamen Calculations. Naja, wie ich gesagt habe, es ist nicht mein Ziel, das hier perfekt gerade zu machen. Und hier seht ihr, man rollt da so durch und es verteilt, also nee, nicht verteilt, aber es holt die ganzen Luftblasen raus. Aber das brauche ich jetzt gar nicht machen, weil ich muss es erstmal noch ein bisschen verteilen. Aber erstmal rühre ich jetzt das nächste an. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen Rakel geholt. Ich habe mich hier wieder unendlich verschätzt. Ich hätte hier wieder 10-mal so viel kaufen sollen. Naja, nicht 10-mal so viel, aber halt wesentlich mehr. Aber ich bin halt einfach ein Sparfuchs und das solltet ihr nicht sein. Nehmt dieses Video als Lehre. So, aber das hier sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Vielleicht mache ich jetzt einfach nur die Seite hier und die andere Seite später. Also so sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Aber ihr seht, es sind jetzt 3 Säcke und es ist fast nichts. Naja, also da muss echt ordentlich was drauf. Ich hatte es irgendwie dünnflüssiger in Erinnerung. Eine Nivelliermasse habe ich aber erst 2 oder 3 Mal oder so benutzt. So, 4. Sack ist dran. Tatsächlich doch noch einen gefunden. Da jetzt immerhin kann ich 5 machen. Wobei ich mich auch gleich fertig machen muss, weil wir gehen nämlich gleich ein Boot kaufen. Und dann muss ich das Boot auf den neuen Trailer anpassen. Deswegen muss ich noch ein bisschen Werkzeug einpassen. Einpacken. Also Nivelliermassen zu kalkulieren, finde ich persönlich ziemlich schwierig. Man sollte wahrscheinlich das, was man nimmt, einfach immer mal 2 rechnen. Dann ist man schon mal in die richtige Richtung unterwegs.
Aber jetzt zum Beispiel habe ich fürs Bad, weil das ist wirklich sehr, sehr glatt. Und da wollte ich einfach nur nochmal die kleine Unebenheit rausmachen. Da dachte ich, ja, nimmst du auch einen Sack. Aber da müsste ich das so flüssig anrühren, dass es da mit einem Sack reichen würde, dass es dann schon wieder nicht gut wäre. Das ist jetzt hier vielleicht eine Schichtstärke von 2 bis 3 mm. Das ist halt so. Die verlieren wir. Müssen wir halt nur ein bisschen gucken hier bei der Tür. Macht ihr jetzt nicht den Bock fett, richtig? Wichtig ist auch, dass ihr wirklich immer die gleiche Konsistenz macht. Sonst vermischt sich das nicht so gut miteinander. Dann habt ihr einen Malheur. Ja, das hier sieht ja jetzt schon ganz geil aus. Und obwohl ich jetzt echt doch recht schnell gemischt habe, im Gegensatz zu dem, was ich euch eben gesagt habe, habe ich trotzdem immer noch teilweise hier Stückchen drin, was mich ein bisschen ärgert. Verteilt ist es. So, das verteile ich jetzt. Dann, ich denke, nochmal hier 3 Sack hier drüben und dann ist gut. Es ist endlich soweit. Die Fenster sind da. 11 Wochen später. Aber hier seht ihr die Führung für den Rollladen. Und der Rollladenkasten liegt ja auch schon auf dem Boden. Hat was, oder? Richtig geil. Und hier haben wir jetzt auch schon eines der Fenster. Wesentlich geiler als das Fenster, was hier vorher war. Ich zeige euch das eben. Das hier halt, habe ich euch ja aber neulich schon im Intro-Video gezeigt. Ich habe extra das ganze Haus einmal von außen fotografiert, dass man alle Fenster, wie sie aktuell aussehen, sieht. Und dann halt eben im Vergleich die neuen. Aber die alten sind halt alle braun, die neuen werden alle weiß. Das Ganze wird also nochmal viel heller. Da liegt schon mal das erste Fenster und da ist schon mal ein Fenster weniger. Richtig geil. Naja, sie haben sich halt noch ihren Sonnenschirm mitgebracht, wegen des guten Wetters. Ich habe da jetzt eben hier die Löcher gebohrt und das freigestemmt für die Fußbodenheizung, für den Durchbruch quasi nach unten, dass die Fußbodenheizungsrohre unten sind, weil ich gerne einen Verteiler im Keller haben möchte. Und da habe ich euch jetzt nicht alles ganz genau gefilmt, sondern habe einfach mal so ein bisschen zwischendrin gefilmt. Einfach damit ihr die Idee habt, was ich da gemacht habe, weil ich habe da nämlich echt lange gebohrt, wegen der ganzen Bewährungseisen. Naja, was ich aber auch gemacht habe, bevor die hier vorhin gekommen sind, weil ich gewartet habe. Ich habe hier nochmal aufgemacht. Ich habe hier gestern übrigens die Nivelliermasse fertig gekippt. Das sieht jetzt gar nicht schlecht aus, dass hier immer noch eine Beule ist, das hat es nicht ausgeglichen. Ich kann aber halt nicht viel höher kommen am Ende, weil ich einmal das hier als höchsten Punkt habe. Aber vor allem noch viel schlimmer da vorne bei den Schiebetüren. Da ist nämlich noch viel weniger Platz, aber ich denke, das ist in Ordnung, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall habe ich das hier mal aufgemacht und da unten ist auch genauso ein schönes Loch und unabgedichtet, wie es auf der ganzen Wand war. Das bedeutet, die ganze Wand muss auf jeden Fall auch weg. Die Isolierung ist auch schon total verschimmelt. Das hier ist natürlich auch total verschimmelt. Da müssen wir was unternehmen und werden wir auch. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt hier einfach entspannt Fußbodenheizung fräsen kann, aber das möchte ich erst machen. Ich muss mal gucken, wie tief hier, also im Sinne von der Tiefe, haben wir hier 6 cm. Da können wir jetzt mal rausgehen in die Garage und gucken, wie breit so ein Profil ist. Ja, wobei, ich habe es sogar hier im Schlafzimmer vielleicht. Dann können wir noch mal gucken nach einem Bodenprofil. Hier ist doch eins. Und dieses Bodenprofil hat natürlich mehr. Das heißt, wir werden das einfach abdichten wieder, da in der Wand. Dann noch ein Stück von dem Estrich wieder wegschneiden und dann dieses Bodenprofil einfach unten reinmachen. Dann muss ich da nicht wieder Estrich reinkippen und so. Das ist, glaube ich, wesentlich entspannter. Ich muss mir überlegen, ob das von der Dichtigkeit her Sinn macht, wenn es abgedichtet ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wieder ein ganzes Stück Arbeit, was da mit entstanden ist, dass es da komplett verschimmelt ist. Aber ich habe es ja auch schon erwartet. So, ich zeige euch das mal hier gerade, wie es jetzt hier gerade aussieht. Also, Fenster hier ist zum Beispiel draußen. Somit auch der ganze Schimmel, der hier drin war. Und die neuen Kästen, die sind wesentlich schmaler als die alten. Das zeige ich euch hier drüben mal eben. Hier seht ihr jetzt den neuen Kasten. Hier ist noch richtig viel Platz drumherum. Das werde ich hier auf jeden Fall wieder zumauern, links und rechts. Und dann kann man diese Wand auch endlich wieder spachteln. Andere coole Sache ist auch noch, dass hier unten eben die Revisionsklappe ist und man hier vorne auf der Seite zumachen kann. Das ist natürlich Gold wert. Dann muss man da keine hässliche Klappe auf der Vorderseite haben. Das hatte ich schon bei anderen Fenstern, die wir damals eingebaut haben. Das ist schon öfters mal. Das ist richtig geil, wenn man es nicht hat. Ah, servus. Da sind wir wieder. Es ist 2 Tage später. Die Fenster sind gestern eingebaut worden. Habe ich ja kurz gefilmt. Nicht so wirklich, aber die sind jetzt auf jeden Fall alle drin. Es ist richtig geil. Ich habe hier schon mal anhand der Vago-Klemme probiert, ob auch wirklich die Rollläden hoch und runter gehen. Und das tun sie. Also ihr könnt sehen, es fährt runter, wenn ich hier an die Vago-Klemme dran halte. Und es fährt auch wieder hoch. Das ist super. Und es ist auch super leise. Also richtig, richtig angenehm. Damit ich jetzt an der Decke weitermachen kann, ist natürlich wichtig, dass die Wand verputzt wird als nächstes. Dazu habe ich mir jetzt hier diese Profile geholt. Im Querschnitt sieht das so aus. Das Ganze klebe ich jetzt vorne auf den Kasten drauf hier, damit ich dann hier eine ordentliche Putzkante habe, wo der Putz drauf sitzen kann. Außerdem baue ich diese Armierungsnetze hier ein, weil auf dem Alu von dem Rollladenkasten hält natürlich kein Putz. Deshalb müssen wir das hier einbauen, damit eben irgendeine Haftunterlage da ist, beziehungsweise auch ein Träger. Und wichtig ist auch, dass das auf beiden Seiten übersteht, damit sich kein
keine Risse bilden links und rechts. Auf der Seite wird wahrscheinlich nicht bis oben hin verfließt, aber auf den anderen Seiten schon. Aber trotzdem wollen wir ja keinen Riss haben, also weder im Putz noch, dass eine Fliese lose ist oder irgendwas. Ihr könnt sehen, ich habe da links und rechts auf beiden Seiten schon zugemauert, weil die neuen Kästen sind jetzt nicht mehr so breit wie die alten. Das heißt, jetzt haben wir einfach nur noch ein Bauteil, also das ist das Fenster und der Rollladenkasten und das ist überall, hat es die gleiche Breite. Bei den alten waren ja die Rollladenkästen etwas breiter. Das hatten wir ja schon mal in der Episode vielleicht 4 oder so, hatte ich das auseinandergenommen und da hatte ich euch das gezeigt. Und deswegen habe ich links und rechts zugemauert und das habe ich jetzt in den anderen Zimmern, muss ich das auch noch machen. Ich kann euch das auch noch mal zeigen, wie das dann aussieht. Aber hier werde ich jetzt erstmal diese Leiste draufkleben, damit ich dann morgen da anfangen kann zu putzen. Und dann sind wir hier gar nicht mehr so weit weg vom Fußbodenheizung fräsen. Ich nutze dafür hier wieder das Rotarbond, was ich jetzt hier wirklich schon überall benutzt habe. Und es ist immer noch die gleiche Kartusche, also das Zeug ist echt krass. Ich hatte mir noch was gestern geklebt, das kann ich auch gleich noch zeigen. Aber ich bringe das jetzt hier einfach wieder so fleckenweise auf. Relativ viele, einfach damit ich eine große Auflagefläche habe, die dann auch wirklich die Kraft aufnehmen kann erstmal. So. Dafür habe ich mir diesen coolen Verschluss gebaut. Das war eigentlich mein HT-Rohrhalter. So, und bevor ich das jetzt da draufkleben kann, muss ich natürlich die Folie da oben abziehen. Das mache ich mal eben. Funktioniert ja richtig gut. Oh, befriedigend, oder? So, und dann nehme ich jetzt meine Leiste hier. Könnt ihr es nochmal sehen mit den ganzen Patzern drauf jetzt. Die Leiste, die klebe ich jetzt einfach hier oben drauf. Natürlich ein ganzes Stück rüber. So. Ich lasse jetzt extra ein Stückchen überstehen hier. Das kann man später noch wegschneiden und entfernen. Aber jetzt erstmal möchte ich das gerne haben, weil jetzt kann ich einfach hier eine Schraube links und rechts reinstecken in den Bauschaum, der das Ganze in Position hält und vor Absacken schützt. Dann nehme ich jetzt hier die ganz normalen Trockenbauschrauben und stecke die einfach links und rechts rein als Arretierung. So gefällt mir das. Und eigentlich wollte ich das hier jetzt auch noch drauf machen, aber ich glaube, das mache ich jetzt noch nicht. Aber das kommt eben hier oben drauf einfach so als Putzträger. Das ist also nicht das hier, das ist zu kurz, wie ihr jetzt sehen könnt, sondern ein längeres. Aber genau deswegen konnte ich jetzt die ganze Zeit die Wände noch nicht verputzen, weil ich eben dieses Maß, was ich jetzt gerade mit dieser Leiste kreiert habe, hatte ich nicht. Hätte ich jetzt die Wand auf irgendeine Tiefe verputzt und dann hätte am Ende der Kasten rausgestanden, hätte ich am Ende dann vielleicht noch so einen Zentimeter Absatz gehabt. Das wäre richtig hässlich geworden. Deswegen mache ich es so und ich wusste auch nicht, ob die Revisionsklappe zum Raum hin oder nach unten haben. Das Coole bei den Fenstern ist jetzt, die haben die Revisionsklappe wirklich nur hier unten. Das heißt, ich kann vorne guten Gewissens komplett zuspachteln. Natürlich kommt jetzt mein ganzer Putz hier wirklich 3 cm dick auf die Wand. Das heißt auch wieder in mehreren Schichten putzen, aber das ist in Ordnung. Aber dafür habe ich am Ende eine glatte, ordentliche, ohne hässliche Ecken. Ich bin hier im schönen Bad mit dem neuen Fenster und ich habe jetzt hier schon alles verputzt drumherum. Ich habe das Kabel verlegt für den Schalter. Das befindet sich alles hier und habe das Ganze jetzt mit Rauputz hier aufgetragen. Das waren, glaube ich, 6 Sack auf dieser Wand hier. Und ich wollte es gerne hier so haben, dass eben der Rollladenkasten komplett zugebaut ist. Das ist in den anderen Schlitzzimmern jetzt nicht so wichtig, aber hier halt schon. Ich finde, optisch macht das halt viel, viel mehr her, wenn es so aussieht. Es ist relativ frisch noch. Hier könnt ihr sehen, ich kann hier mit dem Finger reingehen. Also das habe ich wirklich jetzt eben erst fertig gemacht. Ich zeige euch mal gerade in der Küche, wie ich diese Kanten gesetzt habe. Das ist nämlich sehr abenteuerlich. Und zwar könnt ihr das hier schon ganz gut sehen. Also hier habe ich eben meinen restlichen Putz reingeschmiert und hier habe ich die Kante auch schon gesetzt. Und wenn ihr euch jetzt mal diese Wasserwaage hier anguckt, die habe ich mit Panzertape an der Schiene und in der Schiene hier festgemacht und habe dann daran meine Eckschiene, die ich jetzt auch gerade frisch gesetzt habe, fixiert, damit die eben sich nicht wegdrehen kann. Und damit die hier auf der perfekten Ebene liegt, damit ich dann hier drüber abziehen kann und es trotzdem alles gerade ist. Da oben habe ich jetzt auch schon wieder dieses Gitter eingearbeitet und meine Kante hier und habe das auch schon fixiert mit der Spachtelmasse. Also ihr seht, ich habe jetzt einiges gemacht, ohne zu filmen. Grund dafür ist einfach, dass mir so ein bisschen die Zeit wegrennt. Ich wollte das Projekt hier eigentlich bis zum Urlaub fertig haben, also bis Ende August. Und wir haben jetzt hier Anfang, Mitte Juli. Dadurch, dass die Fenster so lange gebraucht haben und ich das hier alles nicht machen konnte, war das natürlich ein bisschen blöd. Ich konnte natürlich jetzt viele andere Sachen derzeit schon machen. Und sobald jetzt die Wand hier zu ist, auch, also die hier, kann ich auch schon mit der Fußbodenheizung überall anfangen, weil dann ist dieser Hauptdreck hier mit dem Rohputz weg und wir können da gut weitermachen. Außerdem werde ich jetzt gleich wieder mal eine Runde Müll wegfahren. Ich habe nämlich auch schon im Wintergarten weitergemacht, das habe ich auch nicht gefilmt, das zeige ich euch jetzt mal eben. Bin mir gerade unsicher, ob ich nicht vielleicht doch sogar hier schon gefilmt habe, weil ich habe jetzt echt viel gemacht die letzten Tage. Naja, gerade Anhängerführerschein, Bootsführerschein, studieren und Haus umbauen. Ja, ist ordentlich. Und zwar habe ich hier die ganzen Wände abgerissen. Das war ganz viel Wolle. Das war ein ganzes Holzgerüst, was komplett verschimmelt war, genau wie da drüben. Ja doch, ich habe das schon gefilmt. Naja, auf jeden Fall, diese ganze Müll ist im Anhänger, den fahre ich jetzt gleich weg, weil wir nämlich von unserem Landkreis 250 Euro Bezuschuss bekommen zu einem Balkonkraftwerk. Das heißt, wir werden morgen losziehen und Balkonkraftwerke kaufen. Für die halbe Straße hier habe ich da natürlich alle angesprochen und gefragt, hey, brauchst du ein Balkonkraftwerk? Deswegen werden wir das morgen machen, dafür brauche ich einen leeren Anhänger. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal losfahren und den ganzen Müll wegfahren.